Die nächsten paar Vorträge werden über die Behandlung der Diagnose und Behandlung der chronischen Borreliose sein. Ich möchte damit eigentlich auch darauf hinweisen, dass es gemeinsame Hintergründe gibt vom Autismus, von der Borreliose und von der gegenwärtigen Viruserkrankung, die im Feld herumgehen soll. Das ist hier, ich fange vielleicht gleich mal an hier, oder? Bei der Borreliose, oder gibt es die akute Form und es gibt die chronische Form. Und weil der sehr strenger Lehrer war, aber der praktisch alle neurologischen Erkrankungen, die wir damals in Freiburg gesehen haben, zugeordnet hat, bestimmten Borrelienarten, die es im Schwarzwald gab. Ja, gesagt, es gibt keinen Parkinson ohne Borrelien, es gibt keine gestörten Kinder ohne Borrelien, es gibt keine Multiple Sklerose ohne Borrelien, es gibt keine Neuropathien ohne Borrelien. Und er konnte umgemacht und Borrelien, Stämme dem zugeordnet, wo die Leute herkamen. Und das war das Jahr, das hier geschrieben ist, war das Jahr 1975. Ja, das ist also eigentlich noch liegt vor der Zeit, von wenigstens Monate vor dem Ausbruch der ersten Borreliose.